Wenn uns jetzt gleich jemand nachjoint, dann wisst ihr, dass der wahrscheinlich gleich mal hier vorbeigucken wird. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecamp 3 zusammen mit Nächstflo. Hallo Nächstflo. Wie geht es dir Nächstflo? Wollen wir auf den Server joinen? Lass uns auf den Server joinen. Okay, wir joinen auf den Server. Ja. So, verrat mal, was unser Plan ist heute. Ja, genau. Also erstmal, uns hat ein Vögelchen gezwitschert, dass wir eventuell nicht alleine bleiben werden auf diesem Server. Das vielleicht schon mal vorweg. Das stimmt. Dann ist das Weizen fertig? Ja, ne? Das Weizen ist fertig. Das Weizen ist fertig. Okay, dann mähe ich das hier einmal ab. Ich meine, es wird uns nicht viel bringen, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Korrekt. Und wenn uns jetzt gleich jemand nachjoint, dann wisst ihr, dass der wahrscheinlich gleich mal hier vorbeigucken wird. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Wir haben uns richtig harte Sachen überlegt. Und zwar wurde hier schon angefangen, was zu bauen. Alter, hast du das schon gesehen, Alter? Nee, warte doch. Oh, hier sind Lava-Eimer schon drin. Oh, Alter. Nice, Alter. Oh, ich hätte auch gerne einen. Ein Lava-Eimer? Ja, warte, ich komme zurück gerade. Mach dir welche oder komm her und ich gebe dir einen ab. Ja, gib mir meinen ab, ich bin hier. Okay, dann nimm den hier. Ja, danke. Ja, bitte, Alter. Platz ich den mal dahin. Gibt's hier noch was zu essen drin? Ja, hier drin. Einmal gebraten. Oh, da kommt auch schon direkt jemand. Einmal gebratene Kabeljau. Okay, dann gehst du jetzt wahrscheinlich direkt los, ne? Genau. Hallo! Er schreibt. Er ist nämlich irgendwie ein bisschen sauer auf mich, weil er glaubt, dass ich ihn getötet hätte. Stimmt nicht ganz, aber ja. Er will Rache. So viel ist klar. Er will Rache. Und wo haben wir die ganzen Tode her plötzlich? Alter. Ja, die haben sich halt alle umgebracht. Das ist auch noch so eine Sache. Ihr wisst es vielleicht mittlerweile, weil ich es bei mir in der zweiten Folge eingestreut habe. Ach so? Ja. Das Team mit den wenigsten Toten gewinnt. Das heißt, wir dürfen uns doch nicht einfach so umbringen. So, die haben auch schon eine Mauer. Das stimmt. Aber pass auf, dass du nicht entdeckt wirst in der Zeit, ne? Ja. Aber so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig von hinten. Welche Pilze hatten wir? Wir hatten jeweils beide, aber ich glaube, wir haben jetzt noch rote übrig. Scheiße. Nimm auf jeden Fall alle mit. Ja, ich sehe hier welche auf jeden Fall. Ich bin jetzt nämlich gerade bei besagtem Schwarzeichenwald. Also ich denke, ich bin hier ganz gut versteckelt und ich kann mich, sobald er weg ist... Siehst du ihn denn? Nee. Okay. Aber ich sehe, ich weiß ja, wenn du ihn siehst, sagst du es mir und dann kann ich halt reingehen. Ich hoffe nur, er überrascht mich jetzt hier nicht, das wäre blöd. Das wäre natürlich blöd. Ich meine, wenn du ihn siehst, könntest du ihn auch von hinten angreifen, wenn du dich traust. Na, ich traue mich nicht. Okay. Wäre wenigstens gut, wenn einer von uns ihn sehen würde. Vielleicht ist er halt gerade gar nicht so in der Nähe. Das kann natürlich auch sein. Also wenn er unter der Erde ist und erstmal hochkommen muss oder so. Ja, stimmt. Könnte sein. Kann alles sein. Stachelschwein. Ich finde übrigens die Mauer noch abgrundtief hässlich. In der Tat. Also wir sollten die vielleicht nicht aus Bruchstein bauen, meines Erachtens. Auch wenn es super schade ist, das wieder abzureißen. Vielleicht hat er uns auch einfach nur gedroht und kommt dann gar nicht, weißt du? Kann halt auch sein. Jetzt liege ich erst eine ganze Folge hier rum und nur. Ja, wir brauchen unsere Aufnahmezeit, ey. Ja, halt auch nicht so geil. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hin. Okay. Notfalls können wir immer noch zu zweit attackieren. Da ist er, ich sehe ihn. Okay, wo denn ungefähr? Er ist bei mir genau im Dorf. Okay, dann sneake ich jetzt hier ins Dorf. Ich versuche gerade nur mal auf eine offene Fläche zu gehen irgendwie. Ja. Hier genau an den Sand. Okay. Aber er sneakt ja dann, er ist in der Lava. Er ist in der Lava. Okay, also stirbt er. Ja. Aber leider seine Sachen auch. Ach, dammit. Ich wollte die Lava vorher noch löschen. Schade. Ah, oh Mann, der Plan mit dem Lava-Eimer hat echt gut geklappt. Ich wollte Hat geklappt. Okay, gut. Kann natürlich sein, dass er jetzt gleich nochmal kommt, ne? Weil wir uns jetzt sicher fühlen. Ja. Willst du ihn jetzt auch nochmal wegsnacken? Ich weiß halt nicht, ich sneak jetzt immer noch. Er ist einfach nochmal hier, er ist einfach wieder hergekommen. Er geht gerade bei uns nach unten. Wo nach unten? Jetzt hier einfach mal mit Stein zu, so, Alter, hier kommst du nicht mehr raus. Ja, nice. Nein! Ich hab ihn gefangen. Ja, wir kriegen Zuckerrohr wieder. Und Steine, Alter, geil. Oh, ja! Hast du dich da jetzt umgeguckt so ein bisschen? Nö, ich bin hier in der Mitte gerade. Ich dachte, falls du ihn nochmal killst, laufe ich ihm einfach hinterher und kill ihn dann nochmal. Das ist echt gemein. Ich glaube, nochmal sollen wir ihn nicht killen. Lauf ihm einfach entgegen jetzt. Dann kriegt er richtig Angst. Ich weiß nicht, wie lange er Schutzzeit hat. Das weiß ich auch nicht. Aber er legt mir eine geheime Zuckerrohrspur. Er hat immer noch Schutzzeit, glaube ich. Ja, Zuckerrohr! Ey, ja! Oh ja! Ich weiß jetzt halt nicht, aber in dem Schwarzeichenwald, da durfte ich schon abbauen, ne?
In dem Schwarzeichenwald durftest du abbauen. Weil die haben ja gesagt, um unsere Bauwerke rum 10 Blöcke Abstand. Genau, ne, so 10 Blöcke Abstand um das Dorf herum. Also bei uns zählt jetzt hier die Mauer zum Beispiel als Dorf. Zumindest schon mal. Wir sollten vielleicht tatsächlich anfangen. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt mit der Mauer ist. Ob wir das jetzt nochmal umbauen extra oder ob wir da jetzt einfach Cobblestone durchziehen. Ja, also Cobblestone sieht bei mir zumindest relativ scheiße aus. Ja, bei mir sieht es halt ganz gut aus. Ja, das, notfalls passe ich halt mein Texture Pack dann an, denke ich mal. So, na gut, dann sollten wir vielleicht auch mal anfangen, irgendwas zu bauen vielleicht, oder? Würde ich sagen, ne? Hat er jetzt eigentlich, er hat doch dieses Video da reingepostet. Hast du dir das angeguckt? Also so ein Update-Video für unser Team? Ja, das war nur wegen der Mauer. Es ist nur die Mauer, ja? Nur die Mauer, genau. Also er hat keine Steine irgendwo noch gelassen für uns. Ah, hat er jetzt nichts, können. Er hat zwar gesagt, er hat gefarmt, ewig viel. Mhm. Aber wo er das jetzt hingetan hat, weiß ich nicht. Aber hier steht noch eine Kiste, ne? Ich meine, hier ist ja schon echt viel drin. Wo? In der Mauer steckt recht dran. Ach so, ja. Aber hier ist halt auch noch eine Kiste und unten im Eingang ist auch noch eine Kiste. Vielleicht also ich finde ganz gut, dass es hier am Fluss entlang gebaut wird. Vielleicht hätten wir es tatsächlich, aber wir können nicht den ganzen Fluss nehmen. Au! Au! Was ist los? Ich bin hier irgendwo reingeplumpst. Cool. Oh. Ich würde auf jeden Fall erstmal andeuten wollen, dass ich auf der Mauer auch laufen möchte. Weißt du? Ja, okay, ja. Also die Mauer dicker machen insgesamt. Genau, also ich würde hier erstmal hier oben irgendwie auf der Ebene vielleicht was bauen wollen. Aber dann würde es ja reichen, wenn man sagt, man macht das vielleicht so. Ja. Und dann schon wieder eins so. Oder willst du es breiter machen? Ja, ich würde schon gerne hier langlaufen und dann würde ich hier so zinnenmäßig was machen wollen, weißt du? Ja, genau. Ich hab halt gedacht, dass man hier so das was gedacht. So. Und dann kann man ja irgendwie immer in so Abstand Zinn machen. Ja, ich würde den Gang ein bisschen breiter machen, glaube ich, dass man hier gut durchkommt, schnell vor allem. Weißt du? Ja, dann vielleicht so 2 breit müsste aber eigentlich reichen, oder? Ja, genau. Wir sollten es halt auch nicht übertreiben, weil... Viel mehr würde ich nicht. Ich würde es halt ungefähr so machen. So hier, genau, hier kommt man doch dann gut durch, oder nicht? Und dann wieder so hoch. Ja, genau. Ja, hier kommt man, ja, man kommt gut durch, ja. Muss man halt aber schon mittig so, laufen. Ja, geht schon. Also 2 sollte reichen, finde ich. Ja, denke ich auch. Okay. Denke ich auch. Und dann kann man halt hier so schöne Türme. Ich meine, Stronghold sagt uns zwar, Rundtürme bringen mehr, aber ist okay, Alter. Ich glaube, in Minecraft ist das sogar relativ egal. Ja, aber hier ist doch die Mitte. Also fände ich das einfach wegen der Symmetrie, also halbwegs Symmetrie, ganz gut, wenn hier das Torhaus hinkommen würde. Ja. Yeah. Und eventuell könnte man hier über den Fluss sogar eine Brücke bauen, aber bin ich mir nicht sicher. Könnte schon. Deswegen hätte ich halt auch hier das Torhaus ganz gut empfunden. Wo denn? Hier so. Nee. Weil man dann direkt vom Tor aus die Brücke darüber bauen hätte können. Ja, wir können es auch hier hinbauen. Das wäre auch eine Überlegung wert. Ja. Wollen wir es hier machen? Wir sollten es vielleicht hier machen, ja. Dann ist es halt nicht wirklich symmetrisch. Ja, muss es ja auch nicht zwingend sein. Nee, nicht unbedingt. Das ist schon vielleicht ein bisschen schöner, aber... Ach, Pabala. Ja, so könnte man das halt machen. Halt dann deutlich breiter noch. Ja. Weiß jetzt halt nicht. Macht man das jetzt hier nach hinten so noch? Weil so ja, nur so ein und Tor. Und vorne. Und vorne, genau, das wollte ich fragen. Dass man das in beide Richtungen noch ein bisschen. Und dass man innen drin halt so ein, zwei Kannst Blöcke noch Steine breiter macht. Drin? Ich habe echt nicht so viele Steine bei. Aber du hast meine gerade aufgesammelt. Ach ja, okay. Okay. Wir sollten müssen halt aber auch gucken, dass wir von drinnen irgendwie raufkommen. Ja, das definitiv. Kann man auch über Leitern lösen. Ja, oder man macht halt hier so einen Raum dazwischen, so weißt du? Dass hier, ach so, da hinten ach so. Die Treppen drin sind. Das ginge auch. Oder so. Naja, aber beispielsweise könnte man ja machen. Man könnte halt mit Sand oder Kies machen, dass hier eine Wand hochfährt, die 2 hoch ist. Da kommen sie nicht mehr drüber. Dürfen sich ja auch nicht hochbauen oder durchbauen. Stimmt. Aber wie ist das Hochfahren? 2 Blöcke? Ja, mit 2 Pistons halt. Das muss genau getimed sein. Okay. Also diese zwei Reihen. Ja. Die könnte man ja auch aus Sand machen. Und dann jeweils einen Kolben von hier und einen Kolben von darunter, dass die das halten. Und mit dem Hebel aktivierst du alle, dass der wegfällt. Okay, das ginge schon, ja. Könnte man zumindest theoretisch machen. Und dann fallen sie da einfach rein. Aber die laufen da... Das wird nicht funktionieren. Du weißt genau, dass das nicht funktionieren wird. Weil es zu wenig ist, oder was meinst du? Die laufen hier drüber und ehe du den Hebel betätigt hast, sind die weg. Vielleicht kann man ja eine Kombination machen, dass man hier irgendwie blockiert, dann sind sie da drin gefangen
Und dann aktivierst du den Hebel oder so. Oder mit einem Hebel halt. Wie wir das in, oder wie ich das in Dings auch gemacht habe, in Wonderland. Ach so, ja. In dem Gang ging er dann hinten einen Block hoch, dass er nicht mehr rauskam und der Boden ging auf. Mhm. Aber das müsste dann halt auch super genau getimed sein alles. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob das überhaupt sinnig ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Das wird sich dann wahrscheinlich zeigen irgendwann. Oh, ups. Wir sollten uns erstmal jetzt demnächst um Nahrung kümmern. Richtig. Also Dash. Für euch vielleicht interessant, dass wir jetzt gleich einen Stream machen. Da können wir also durchaus ein bisschen weiterbauen hieran und eben uns Nahrung besorgen. Genau. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir uns hier wiedersehen, dann werden wir schon einen kleinen Fortschritt haben. Ich hoffe, Alter, ich hoffe. Vielleicht ist das auch eine gute Idee hier. Habe ich gerade entdeckt. Wo bist du noch? Hier irgendwo in der Nähe? Ich sehe dich von oben, ja. Und zwar hier runter, dass wir auch unterirdisch langlaufen können. Ach so. Ja. Okay, ja. Könnte Sinn machen. Mehrere Fluchtgänge haben und sowas. Ja, ja, okay. Könnte Sinn machen, ja. Also ich würde an der Stelle jetzt erstmal die Folge beenden wollen. Ja, du da oben. Hi. Jo, hi, na? Was geht, ja. Alter? Und genau, wie gesagt, in der nächsten Folge dürfte es dann schon gewissermaßen Upgrades geben. Dann sehen wir uns dann, beim nächsten Mal wieder. Disconnecten und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei Flo vorbei, schaut bei mir vorbei, schaut überall vorbei, schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Gebt allen Daumen nach oben und abonniert alle und Pimmelgesicht. Du hast geleckt. Nein! Sag noch einmal Pimmelgesicht. Pimmelgesicht.